Wir erklären Liaison entre Action de Développement de l'économie rurale, kurz LIDA. Das ist Tom. Er lebt auf dem Land und genießt die Idylle hier. Doch leider ist nicht alles perfekt. Der nächste Supermarkt ist zum Beispiel viel zu weit weg. Da wäre es toll, einen mobilen Dorfladen zu haben. Aber wie soll das gehen, so ganz alleine? Tom hat Glück. Er lebt in einer LIDA-Region. Hier werden Landbewohner dabei unterstützt, ihre Heimat zu stärken. In jeder LIDA-Region gibt es einen Regionalmanager, der die Initiatoren und die Prozesse unterstützt. Daniela, die Regionalmanagerin von Toms LIDA-Region, ist schnell gefunden. Sie erklärt ihm, dass LIDA-Projekte ganz unterschiedlich ausfallen können. Ob Grundversorgung, Soziales, regionale Produkte, Naturschutz oder Tourismus. Die Menschen vor Ort wissen am besten, was ihrer Region gut tut. Und auf deren Einfälle und Initiativen kommt es an. Das ist die Grundidee der LIDA-Methode. Genau das ist auch die Idee der EU-Kommission, die LIDA in den 90er Jahren ins Leben gerufen hat. Sie fördert LIDA als Teil des Landwirtschaftsfonds zur Entwicklung ländlicher Räume. So unterstützt sie Regionen mit ihren Potenzialen und engagierten Menschen. Hier wird Zusammenarbeit in ganz Europa großgeschrieben, auch grenzübergreifend. Klar, dass eine Region dazu auch LIDA-Region sein muss. Dafür bewirbt sie sich zum Anfang der EU-Förderphase mit einem regionalen Entwicklungskonzept. Dieses enthält die gemeinsam erarbeiteten Ziele von Bürgern, Wirtschafts- und Sozialpartnern und Ämtern. Und wenn die überzeugend sind, wird eine Region zu einer LIDA-Region. Auch Tom bringt sich mit seiner Dorfladen-Idee in die Entwicklung seiner Heimatregion ein. Klar, dass Daniela ihn da unterstützen will. Gesagt, getan. Jetzt heißt es, die öffentlichen und privaten Partner der LIDA-Aktionsgruppe überzeugen. Schließlich entscheiden die darüber, wo das Geld eingesetzt wird. Super! Die Mitglieder der Aktionsgruppe kennen ein ähnliches Projekt in einer italienischen Region. Hier kann Tom sich viele Tipps holen. Schließlich geht es bei LIDA um Austausch, Vernetzung und Kooperation. Tom ist begeistert. Dank seinem Einsatz und der Unterstützung durch LIDA konnte er seine Heimatregion stärken. Auch Toms Bürgermeister und die Menschen aus den Nachbardörfern sind froh. Mit der Initiative der Bevölkerung lässt sich eben ganz schön was bewegen. LIDA. 1 und 1 ist mehr als 2. Mehr Informationen bei der DVS unter www.netzwerk-ländlicher-raum.de/LIDA.